Das Europäische Parlament hat den Sacharow-Preis 2023 an die verstorbene iranische Protestikone Hina Masha Amini und die Freiheitsbewegung im Iran verliehen. Die Familie von Amini konnte an der Preisverleihung im Europaparlament nicht teilnehmen, weil die iranische Regierung die Ausreise nicht genehmigt hatte. Their treatment is another example of what the people of Iran face every day. Let me say that the courage and resilience of Iranian women in their fight for justice, liberty and human rights will not be stopped. Their voices cannot be silenced, and while they are not here today, their presence will be felt. Amini war im vergangenen Herbst von der berüchtigten Sittenpolizei im Iran festgenommen worden, weil sie das islamische Kopftuch nicht korrekt trug. Dabei war die 22-Jährige ums Leben gekommen. Ihr Tod löste die größten Proteste in der Islamischen Republik seit Jahrzehnten aus.